Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es ist wieder Zeit für World of Goo. Und da sind wir, bin ich im dritten Kapitel endlich wieder angekommen. Hooray! Hawk in the Machine. What in the Machine? Egal. Burning Man. Ein brennender Mann. Dann wollen wir mal schauen. Willkommen in der Fabrik. Hoch. Es ist ein Typ. Da habe ich Boos. Und, was sagt das? Diese ganze Insel ist eine Fabrik. Die machen anscheinend, outsourced Arbeiten für World of Goo Corporation. Wahrscheinlich erstellen sie irgendeine Art von Hightech-Produkt. Hier auf der anderen Seite der Welt. Aber wo ist die... wo ist das Rohr? Sieht so aus, als wäre des Typens großer Kopf im Weg. Wahrscheinlich das Ergebnis von schlechter lokalem Management. Raus mit dem Alten, rein mit dem Neuen. Das ist das, was ich immer sage. Der Schildermaler, Management Supervisor. Das Feuer, Flickes, leuchtet mit Möglichkeiten. Ich frage mich, was passiert, wenn du etwas näher kommst. Schildermaler. Schlunk. Hier oben sind noch ganz viele. Da baue ich mir jetzt mal einen Weg zum Feuer. Ich habe doch hier genau so eine Pfeife. Kommt mal alle runter hier. Hier, komm. Kleine komischen Boos, die ihr so aussieht, als wärt ihr Streichhölzer. Schwieb. Na, kommen aber nicht so wirklich runter. Streichhölzer sind also taub. Hervorragend. Upp. Komm runter hier. Oh, da muss ich nochmal irgendwas stabilisieren, das dazwischen setzen. Hier so, vielleicht. Na, das war jetzt nicht so clever. Aber, macht nichts. Ich habe ja genug Boos. Na, keine Dreierketten? Keine Dreierketten. Dann eben so. So und so. Und so. Und hier noch einen dazwischen. Schalalalala. Hier einen hin. Oh, das hängt jetzt aber schon ganz schön runter. Ich muss wieder hier oben anfangen. Es geht wahrscheinlich auch irgendwie einfacher und besser. Aber hey. Was soll's? Ihr seid nicht hier, um zuzuschauen, wie ich das perfekt mache. Wow. Heißt, da sind welche geplatzt. Nicht gut. Stört mich aber auch nicht. Wow. Das war jetzt scheiße. Naja. Was habe ich denn noch? Nee, ich glaube, das mache ich nochmal von vorne. Jawohl, ich möchte es wiederholen. Bitte. Bla. Die Schilder muss ich euch ja nicht nochmal vorlesen. Also in erster Instanz mal hier eine Befestigung reingesetzt. Damit das hier auch ordentlich hält. So. Dann am besten wahrscheinlich hier noch einen hingesetzt, damit ich so einen Gegenpol habe. Und dann arbeite ich mich jetzt hier unter der Decke lang. So und so. Lalala. Und so. Schlupp, du kommst her. Na, also, kommst du wohl? Schlupp. Yay, ein Feuerwerk.
Puff, 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 puff. Und jetzt fällt das ganze Ding in sich zusammen. Ist das nicht eine Freude? Ups. Jetzt ist der Typ, sagen wir mal, ein bisschen tot. Und aufwärts. Bitte. Na, los, du auch noch. Schlunk. Wunderbar. Alle sechs gerettet. Ach, das war ja eigentlich ganz einfach. Und weil es so lange gedauert hat, bis ich wieder ein neues World of Goo Let's Play habe, machen wir doch einfach gleich das nächste auch noch. Zweite Hand, Rauch. Einige sind entzündlicher als andere. Oho, oho. Es gibt in dem Himmel mehr mysteriöse Rohre. Was bauen sie in dieser Fabrik? Es gibt ein Gerücht. Alles ändert sich in Chapter 4, in Kapitel 4. Was auch immer das meint. The Interpret Sign Painter. Ja, also hier haben wir die Röhre. Da unten haben wir Goose. Und ich würde jetzt mal behaupten, ich brauche hier einen Zugang zu den Dingern hier oben, damit das alles abbrennt, damit die hier runterfallen. Schauen wir mal, ob das, was ich mir da so vorstelle, auch richtig ist. So. Brennen. Brennen, 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 brennen. Uncool. Es muss also gleichmäßig brennen. Wieder was gelernt. Na dann muss ich also mein Trapez hier an beiden Seiten hochbauen. Das kriege ich hin. So und so. Schön gleichmäßig bauen. So, 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 so. 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 Wieso brennst du immer noch nicht? Los. Brenn. Brenn. Nein, nicht brennen. Das ist der letzte Rote. Das ist der letzte Rote. Zack. Brennt natürlich noch nicht so richtig gleichmäßig. Ja, doch. Geht eigentlich. Auf jeden Fall brennt es jetzt von außen nach innen. Und das. Yay. Das hat auch gepasst wie Faust aufs Auge hier. Großartig. Sehr, sehr schön. Weiter geht's. So, mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Oh, Zwischensequenz. Z-Produkt kommt bald. Und wieder ein spannendes Auswahlspiel. Entweder Superfoos Challenge Time oder Misty's Long Bony Road. Ey, das ist ein bisschen... Das geht hoch hier. Das geht hoch. Ja, schön. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir einen Kommentar in der Kommentarsektion da. Oder einen Daumen nach oben wandern. Oder ein Plus 1. Oder was auch immer ihr tun wollt. Lasst mich wissen, was ihr von dem Video haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, zockt viel, zockt schön. Und tschüss.